Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich begrüße euch alle zu meiner bekannten Fernsehreihe Eine Reise in die Gastronomie. Heute geht es in die Erlebnisgastronomie. Wir gehen nicht nach Ludwigshafen. Nein, nein. Auch nicht nach Bad Dürkheim. Nein. Auch nicht nach Heidelberg. Nein. Wir gehen in die Universitätsstadt Mannheim. In den letzten Jahren gab es in Mannheim viele Clubs. Viele von denen haben schon wieder geschlossen. Einige gibt es noch. Nun haben sich dieses Jahr im April drei Herren, der Valor Imery und der Christian und der Patrick Weißenburger, dazu entschlossen, im Herzen von Mannheim direkt am Wasserturm einen neuen, kleinen, elitären Club zu eröffnen. Sein Name ist wieder Charlie Chaplin. Der Club heißt Chaplin. Dieser Club strahlt ein Flair zwischen Paris, London und New York aus. Wenn ihr in den Club reinkommt, kommt euch das Flair der 20er und 30er Jahre entgegen. Es hängen Fotos aus dieser Zeit an der Wand. Ihr findet Radiogeräte. Auch das Personal und die Barkeeper bedienen mit Melone, mit schwarzen Hosenträgern, weißen Hemd und Fliege. Die Musik setzt sich zusammen aus Soul, aus R&B, aus Hip-Hop, aber natürlich auch die Musik der 20er und 30er Jahre ist vertreten. Indie, Mainstream und auch die Partymusik der 90er Jahre. Es ist also für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Es gibt auch keine strenge Tür. Das heißt, jeder Gast von 18 bis 88 ist herzlich willkommen. Dann gilt für mich der Spruch, nicht länger suchen, sondern gleich einen Platz in Mannheim im Chaplin buchen. Neue Videos von Rainer sind in Planung. Servus!